Und damit herzlich willkommen zu meinem Reingeschaut in Prince of Persia, The Lost Crown für die PS5. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Doomsday. Das ist mein erster Stream in 2024 und auch mein erstes Video auf YouTube. Leider funktioniert meine Capture Card bei dem Spiel nicht. Deswegen bin ich leider gezwungen, über der PS5 zu streamen. Denn ich wollte euch unbedingt dieses neue Spiel von Ubisoft zeigen. Und ich weiß auch nicht, warum meine Stream Card nicht wirklich funktioniert bei dem Spiel. Scheinbar muss ich mir eine neue holen. Deswegen gibt es jetzt auch leider keine Kamera mit mir. Und ja, nichtsdestotrotz mache ich jetzt mal einen Reingeschaut in das neue Prince of Persia, in ein Metroidvania-Spiel, was am Donnerstag rauskommt, offiziell. Und durch die Ultimate Edition kann man es heute wohl schon spielen. Und ja, wie gesagt, leider kann ich es nicht aufnehmen auf meiner Streamcard. Hab irgendeine Störung oder irgendeinen Schutz drinne, ich weiß es nicht. Weil andere Spiele funktionieren komischerweise. Aber naja, sei es drum. Wir spielen es jetzt einfach über die PS5. Mal gucken, wie die Stream-Qualität ist. Und ich würde sagen, wir legen los mit Prince of Persia. Let's go. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Wir können ja nochmal kurz gucken hier. Ist alles auf Maximum. Und ich würde sagen, wir legen los mit Prince of Persia für die PS5. Let's go. Hier wohl ein neues Spiel. Erkundung, wir machen Wegweiser. Schwierigkeitsgrad normal. Kommen wir zum Intro. Let's go. Dreißig Jahre sind vergangen. Jahrzehnte ohne Regen. Die einst fruchtbaren Ebenen von Fars sind so karg wie die Salzwüste Lut. Ein paar Bogenreichweiten entfernt von Persepolis griffen die Kushaner, blutrünstige Krieger aus dem Osten, Persien an. Persische Soldaten verteidigten das Land. Um jeden Preis. Ardashir war der Übermacht nicht gewachsen. Seine Männer fielen, einer nach dem anderen. Anahita scharte ihre restlichen Krieger um sich. Uveshkar, der General der Kushaner, war siegessicher. Aber nur, bis die Geschichte eine Wendung nahm. Die sieben Unsterblichen waren die besten Krieger im Königreich. Einer von ihnen sollte zur Legende werden. Unsterbliche! Anahita! So, jetzt sind wir im Spiel. Ja, wie gesagt, das ist ein Metroidvania im Prince of Persia-Universum und optisch sieht schon mal ziemlich cool aus. Ich bin mal gespannt, was das kann. Und ja, ich wollte noch fragen, Untertitel anlassen oder ja, Untertitel auslassen. Ja, mal schauen. Mach dir keine Sorgen, ich komme klar. Rette Persepolis, ich hab dich vorbereitet. Ich gehe meinen verwundeten Kriegern helfen. Gehen wir, Sargon. So, jetzt können wir uns mal frei bewegen hier. Viereckes angreifen. Das ist blocken, okay. Alles klar, schauen wir mal, was es kann. Doppelsprung haben wir nicht. X zum Springen, ja. Können wir doch schon, oder? Ja. Ich denke mal, würde ich das mal Tutorial laufen. X zum Höhe zu springen. Was ist unten? Okay.
So, ja, zwei. Ja. Vorsichtig! Das ist der Rashabar! Okay. Fühlt sich gut an. Okay, das ist klar. Wahrscheinlich kriegen wir natürlich, da es ja Metroidvania Prinzipspiel ist, auch neue Fähigkeiten, um irgendwann mal weiterzukommen. An Stellen, die verschlossen sind. Das soll ja jetzt wieder mal eingehen, einen Angriff zu parieren. Okay. So machst du. Oh, da war schnell. Nochmal versuchen. Easy. Ah, das Parierfenster scheint vollkommen in Ordnung zu sein. Ich finde auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass das Spiel komplett durchsynchronisiert ist. Aber Ubisoft-Spiele sind ja allgemein immer synchronisiert. Halte R2 wird irgendwo gedrückt, um Rutschen zu rennen. Ah, okay. Feuerregen! Lauf weiter, Sargon! Wir müssen diese Bogenschützen der Kusana erledigen! Überlass das mir! Zeit zum Aufholen. Ey, glaub mir nicht meine Kills. Oh, okay. Also kämpfenmäßig fühlt sich echt gut an. Aber wie gesagt, das wird jetzt erstmal das Tutorial-Gebiet hier sein, bevor es dann richtig losgeht. Interessant finde ich ja auch, dass man den Prinzen gar nicht spielt, sondern einer seiner Bodyguards, glaube ich, ist das. Aber wir schauen mal. Springer an die Mauer, alles klar. Mach gut. Ja, parieren üben. Perfekt. Aber jetzt können wir nur diese eine Kombo. Mehr können wir noch nicht. Waghalsige Angriffe. Gelbe Auge bieten eine Gelegenheit parieren mit L2 für einen Konter. Okay. Alter. Schade, dass das Spiel keinen Koop-Modus hat. Das wäre auch witzig gewesen. Lass mich das erledigen. Hier, nimm, kannst du gebrauchen. Oh, ein Heiltrank. Neuer Gegenstand erhalten. Heiltrank. Drücke nach oben, um einen Trank zu trinken, um Gesundheit wiederherzustellen. Okay. Unsere Estus-Flask. Uvishka, du kannst dich nicht verstecken. Nutze einen aufgeladenen Angriff, um die Tür aufzubrechen. Jetzt Bosskampf.
zuerst endet. Unischka. Tatsache, Boss kommt. Aua. So nicht. Nee, nee, nee. Ich denke mal, das werde ich nicht parieren können. Das allerdings. Hä? Ah, das war knapp. Ne, ne, ne. Da war nett. Ich glaube, das war das Tutorial. Der mächtige Simurgh, Beschützer Persiens, hat uns verlassen. Doch falls unsere Gegner diesen Umstand ausnutzen, werden sie sehen, dass die tapfersten Krieger des Reiches ihr Untergang sind. Vor 30 Jahren flog der göttliche Vogel Simurgh zu mir und vertraute mir die Führung unseres Volkes an. Heute möchte ich, Tomiris, Königin von Persien, eure Treue und euren Mut würdigen. Waran, du und deine Truppen habt das Königreich erneut gerettet. Rassan, Prinz von Persien. Tritt vor, Sargon. Die Kunde deiner Taten eilte durch das ganze Persepolis voraus. Nimm diese königliche Schärpe als Zeichen unseres Danks. Sargon, der Rashabar, der schwarze Wind, der alles hinwegfegt. Ich habe diesen Namen nicht gewählt. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe nichts auf solchen Aberglauben. Also ich habe schon mal erwähnt, dass es cool ist, dass es deutsch synchronisiert ist. Diese Art von Spieler haben nicht oft eine deutsche Synchro, ne? Der Wind trägt auch die Saat der kommenden Ernte. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Sargon. Und scheinbar sind sogar alle Gespräche vertont. Nicht schlecht. Danke, Prinz Rassan. Kein Grund für Förmlichkeiten. Wir sollten uns bei einem weniger offiziellen Anlass besser kennenlernen. Wie du wünschst, Rassan. Schlüsselgegenstand erhalten. Königliche Schärpe wird von Tomiris, Königin von Persien, verliehen. Die höchste Ehrenauszeichnung, die den tapfersten Krieger vorbehalten ist. What? Ein Moment mal. Ah, weiter geht's. So. Können wir jetzt mit den Leuten noch reden, wa? Wir verdanken dir diesen Sieg, Rashabar. Ich bin froh, dich auf unserer Seite zu wissen. Sieh dich vor. Dem Rashabar wird nachgesagt, Verfall und Zerstörung zu sehen. Ich glaube nicht an solche Geschichten. Ich habe gesehen, wie du gekämpft hast. Mit meinen eigenen Augen. Alleine das zählt für mich. Ich hatte auch schon überlegt, zu dem Spiel ein Let's Play zu machen, aber mittlerweile wird ja YouTube schon so dermaßen überschwemmt mit Let's Plays von dem Spiel. Deswegen, Lang lebe Haus Tomiris! Weiß ich nicht, ob sich das so wirklich lohnt. Spiel soll ungefähr 25 Stunden gehen.
weiß jetzt noch natürlich nicht, ob das jetzt nur rein storytechnisch gesehen ist oder ob das mit allen drum und dran ist. Dein Name bringt Persien Hoffnung und den Feinden Furcht. Wer weiß. Was für ein Ruf. Vielleicht. Ich wollte auch nie Prinz sein, aber das Schicksal hat gesprochen und ich beuge mich. Bahram, irgendwie sind wir als einzige Unsterbliche noch hier. Die anderen vergnügen sich wahrscheinlich oben auf dem Dach. Nicht alle Krieger gehören in einen Thronsaal. Geh zu ihnen, Sargon. Ich stoße bald dazu. Okay, dann gehen wir mal weiter, weil es wird ja noch was passieren. Oh, hier ist noch eine Kollegin. Ich bin stolz auf dich, Sargon. Uvishka ist besiegt und wir haben Persepolis gerettet. Wirklich? Es sind Tausende gestorben. Wir haben keine Vorräte. Persien hat gerade so überlebt. Die Kushaner kehren sicher zurück. Würdest du das einen Sieg nennen? Ich war von meinem Stolz geblendet. Die Reise einer Kriegerin endet nie. Und wenn der Pfad vor einem leer ist, fragt man sich... Was ist am Ende meiner Klinge? Ich weiß. Hast du eine Antwort? Die finde ich nicht heute Nacht. Vielleicht hilft was zu trinken. Du solltest dazu stoßen. Danke, aber ich muss mich anderen Dingen widmen. Du hast, was es braucht, um einer der Größten zu werden, Sargon. Ich weiß. Wart's nur ab. Und hör auf Waram. Er hält dich auf dem richtigen Weg. Fahren wir erstmal nach links. Gibt's noch irgendwas? Ah, okay. Ah, da werde ich. Okay. Hätte ich, dass man jetzt hier hinkommt. Ach, ich muss sogar hier hin, sehe ich gerade. Ja, geht nicht. Aber da würde mich nochmal interessieren, was in einer anderen Richtung ist. Gibt's rechts auch noch irgendwas? Ja. Lang lebe Haus! Alles klar, der lässt mich da nicht durch. Also optisch gefällt mir das Spiel sehr gut. Richtigen Winkel und zack. Ich sag's euch, Prinz Hassan könnte mein Sohn sein. Urod, das ist Unsinn, er sieht dir nicht ähnlich. Er kommt bloß nach seiner Mutter, das ist alles. Urod, du bist wirklich nicht ihr Typ. Wessen Typ? Ah, der Jüngling stößt endlich dazu. Der Held des Tages. Der neue Schützling der Königin. Du umgibst dich jetzt mit dem Hochadel, was? Oder gibst du deine Schwerter auf und wirst Satrap? Lacht so viel ihr wollt. Wer hat heute einen General besiegt, hm? Ermutige sie nicht, Sargon. Das heißt bloß, sie sind beeindruckend. Ja, er hat recht. Das war beeindruckend. Wenn du in Ruhe reden möchtest, bin ich nicht weit. Mhm. War Waram noch bei dir? Ja, er ist noch im Thronsaal. Dann muss er dort wohl unseren Lohn entgegennehmen. Welchen Lohn? Artaban bekommt nur Schriftrollen. Ich kann dich hören, Minolias. Nicht schlecht, Kleiner, nicht schlecht. Was soll das heißen, nicht schlecht? Mach so weiter und vielleicht bewältigst du auch mal eine echte Herausforderung. Du willst doch bloß nicht vor einem Publikum erniedrigt werden. Träum weiter, Kleiner. Geh zu Nate. Sie wartet auf dich. Naja, ich habe das Gefühl, da wird ja irgendwas passieren. Willst du dich noch an uns erinnern, wo du jetzt berühmt bist? Ich will bescheiden bleiben. Und herausfinden, was am Ende meiner Klinge ist. Oh. Anahita scheint dir den Kopf gewaschen zu haben. So ähnlich. Auf ihre Weise. Was du getan hast, ist unglaublich. Du solltest stolz auf dich sein. Wir sind es. Einer der unseren hat den General der Kushaner erledigt. Unfassbar. Du bist der Stolz des Weißen Löwen.
Ihr zusammengewürfelter Haufen Unsterblicher. Ihr wart immer für Großes bestimmt. Und mit Sargons Mut haben wir einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern. Wir haben die Stadt gerettet. Das Volk lebt wieder in Frieden. Das ist ja nett, aber können wir jetzt feiern? Unser übliches Stammlokal hat Essen und Trinken aufs Haus. Waram, du kommst mit uns. Darauf kannst du wetten. Waram! Prinz Hassan wurde entführt. Entführer? Mhm. Sie müssen noch im Palast sein. Geh voran, Sargon. Du hast vielleicht als Letzter mit ihm gesprochen. Wir müssen Prinz Hassan finden. Die wurden doch bestimmt verraten, wa? Alahitas Wachen? Nee. Das war nichts, mein Freund. Aber jetzt gibt's echt nur die eine Kombo. Oh, ich kann noch gedrückt halten. Okay. Was geht denn jetzt? Super Saiyajin Blue. Das Andra ist die heilige Energie, die in jedem Lebewesen brennt. Im Eifer des Kampfes können die größten Krieger ihr Andra kontrollieren, was sein Leuchten verstärkt und außergewöhnliche Fähigkeiten einsetzt. Sargons Angriffe sammeln Andra, während es verringert wird, wenn er Schaden erleidet. Das Sammeln von Andra wird als Leiste am unteren Rand des Bildschirms dargestellt. Sobald die Leiste voll ist, wird Andra-Kraft verfügbar. Es gibt verschiedene, die eine unterschiedliche Menge an Andra verbrauchen. Setze mit L2 und Viereck die erste Kraft ein. Das L2 und Viereck. Ah, okay. Okay, nett. Kann man machen. Hey, wieso kann ich den nicht? Nochmal. Jetzt ging's. Okay. Oh, die machen aber auch Schaden. Mein Gott. Das gehört auch noch mit zum Tutorial, wa? Anahita! Was hat das zu bedeuten? Ich hatte nicht vor, dich zu töten, Sargon. Misch dich nicht ein. Verrat. Geh mir aus dem Weg! Zur Hölle war das? Immer noch ein Kind. Ja. Warum geht er nicht außen rum? Ich finde dich, Hassan. Okay, ein Bosskampf. Gefuchtel war nicht nur zur Schau. Schwertmeister. Unaufhaltsame Angriffe, rotes Auge sind nicht zu parieren, unterbrechen, weiche aus mit R2. Das habe ich schon festgestellt. Oh, zu kurz. Oh, das macht Schaden bei ihm. Ah, zu früh.
Ah, falsche Taste. Okay. Hat er mich knapp besiegt, aber nur knapp. Hätte mich knapp besiegt, so rum. Anahita, was ist hier los? Sargon, wer war das? Habe ich da Anahita gesehen? Ist sie beteiligt? Ja, ist sie. Zweifellos. Waram, sammle deine Truppen. Ihr brecht sofort zum Berg Kaff auf und rettet Prinz Hassan. Ardashir und seine Soldaten sind unterwegs. Wir brauchen jede Hilfe. Wir enttäuschen euch nicht, Majestät. Findet ihn. Findet meinen Sohn. Die alte Zitadelle. Anahita brachte Prinz Hassan hinter diese Tore. Ich verstehe nicht, warum Anahita so etwas tun würde. Sargon, du kennst sie am besten. Was sagst du dazu? Es ergibt keinen Sinn. Sie ist immer loyal gewesen. Sie will die Macht für sich selbst ergreifen. Was soll das heißen? Simurgh mag verschwunden sein, aber der mächtige Gott lebte einst auf dem Berg Kaf und tut es vielleicht noch immer. Es war immer Simurgh, der künftige Könige und Königinnen ernennt. Anahita möchte wahrscheinlich den Segen Simurghs erhalten. Aber warum Prinz Hassan entführen? Sie braucht ihn. Die Tore des Simurgh-Tempels öffnen sich nur für die königliche Familie. Sie hat den Verstand verloren. So wird sie niemals Simurghs Segen erhalten. Wir wissen das nicht sicher. Schließlich könnte Simurgh geschwächt sein. Jedenfalls ist Prinz Hassan in Gefahr. Sie wird ihn töten, sobald sie ihn nicht mehr braucht. Unsterbliche, folgt mir. Helfen wir Ardashir und finden Prinz Hassan. Als ob die alle das ganze Spiel dabei sind. Man macht ja eh am Ende alles alleine wahrscheinlich. Warte hier auf mich, Hadar. Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Ah, was sagst du? Ich bin immer noch ganz schön im Arsch. Gibt's hier links noch irgendwas? Nö. Brauchen wir sowas ähnliches wie ein Bonfire oder so. Aber wir haben auch noch keine Karte. Alte Königstraße. Kaf, der heiligste aller Berge. Warst du schon mal hier? Nein, aber ich habe davon gelesen. Hier befand sich einst der Palast von König Darius. Religion, Medizin, Astrologie, Geometrie, Algebra. Alles Wissen wurde hier gesammelt, für jedermann zugänglich. Kaf beherbergt eine große Zitadelle des Wissens. Den Stolz von ganz Persien. Und? Was ist passiert? Wer weiß, niemand hat überlebt. Und wie es aussieht, steckt Prinz Hassan jetzt mittendrin. Wir müssen auf alles gefasst sein. Aber ich fehlt mir der Doppelsprung. Oh, den wird es auch noch geben. Oh, warte mal. Nee, das schaffe ich nicht. Da komme ich noch nicht hin. Oh, ich bin geheilt, sehe ich gerade. Und hab einen Trank wieder. Was ist das für Zauberei? Sehe ich aus wie eine Seherin? Im Sturz eingefroren. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Ja, das stimmt, das ist auch noch so ein Feature. Man kann auch irgendwie die Zeit manipulieren in dem Spiel. Habe ich mal gelesen. Unterstadt. Wir haben noch keine Karte, aber hier geht's runter, oder? Ja. Gibt's denn hier? Verschlossen. Und hier auch verschlossen. Okay. Und was bist du hier? Ach, komm ich nicht hin. Ja, wie gesagt, das ist Metroidvania-Prinzip. Man muss später an Orte hingehen, wo man vorher nicht weitergekommen ist. Weil man neue Fähigkeiten hat. Prinz Hassan kann nicht weit sein. Irgendwas stimmt hier nicht.
Wir müssen vorsichtig sein. Klar, Menolias. Du kannst dich ja wie Ungeziefer im Schatten verstecken. Ich meine es ernst, Oroth. Hier ist eine seltsame Präsenz. Ich spüre es auch. Nur ein Weg, es rauszufinden. Dann mal los. Gibt's denn hier Zombies? Waram, das ist Azad. Er gehört zu Ardashir. Stark verwest. Er ist schon lange tot. Wie kann das sein? Sie sind kurz vor uns aufgebrochen. Wir sind nicht willkommen. Bleib wachsam. Wir finden den Prinzen und Anahita. Los, nach Osten. Ich gehe nicht mit. Du hältst mich nur auf. Such alleine. Aber hätten sie auch als guten Koop-Modus machen können hier. Aber wäre wahrscheinlich am Endeffekt total unübersichtlich bei zwei Leuten. Wer hätte das gedacht, dass die wieder aufstehen? Verloren auf dem Berg Kaf, Hauptquest. Ja, der hat was verloren. Sowas wie Seelen oder was? Hey. Okay. Haben wir jetzt eine Karte? Quest, Nebenquest, Charakter. Okay. Atra-Kräfte scheint es Viere zu geben. Sage und System. Aha. Es gibt sogar Skins. Ach ja, ich habe ja die Dings Edition, die Ultimate. Da gibt es ja auch neue Klamotten. Die ist cool. Nehmen wir die. Oh, was haben wir hier? Nee, also da kommen wir nicht weiter. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen Punkt, wo wir erst wieder später hingehen können, wenn wir die gewisse Fähigkeit dafür haben. Die wir jetzt noch nicht haben. Oh. Bleib liegen. Ob es da sowas wie geheime Wände gibt? Gehört normalerweise zu jedem. Aua. Guten Metroidvania dazu. Die machen aber auch Schaden, ey. Aber ich habe gerade gesehen, man kriegt auch Energie wieder zu. Au. Ah. Ist gut. Das dachte ich mir, dass man die kaputt machen kann. Das scheint wohl die Währung hier zu sein. Oh, Hebel. Lesen. Als Vogel des Wissens besitzt Simur den Schlüssel zu aller Wahrheit. Er ist der Wächter der Zeit und des Schicksals, der alles im Gleichgewicht hält. Seine Federn wohnt unendliche Macht inne. Sein schützender Flug bringt Persien Frieden und Wohlstand.
Wer das Glück hat, von seinen Schatten berührt zu werden, ist auf ewig vor dem Bösen geschützt. Wer ihm schaden will, wird vom Unglück verfolgt. Dann lass die Poeten von seinen Taten singen. Lass die Philosophen über seine Lehre meditieren, dass die Krieger seine Weisheit erlangen. Okay. Geht's hier hin? Von hier kommt. Lol. Von hier komme ich doch. Ah, okay, verstehe. Ah, gibt Sinn. Ja, damit. Alter, die greifen aber auch schnell an, ey. Ist echt nicht zu unterschätzen. Ja, oben oder unten? Geh mal unten lang. Falls es hier weitergeht. Das scheint ein Fahrstuhl zu sein. Ey, wer macht denn einfach die Tür zu? Frech. Nee. Gut, dann geht's hier nicht weiter. Also. Au. Oh, man kann die auch zurück. Vier Pfeile. Oben geht's auch noch. Es gibt so viele Wege. Und da geht's noch nicht lang. Okay. Moment. Ne. Ja, ich sag mal, wenn man hier 100% haben will, braucht man viel Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass sie mit 25 Stunden nur die Story meinen, wa? Wie, der lebt da unten noch. Ey, frech. Drücke nach unten, um die Plattform zu durchqueren, da weiß ich doch. Ja, ihr könnt das ja jetzt lesen. Einfach Stopp drücken und lesen. Okay. Was ist das? Oh, unser Bonfire. Was machst du hier? Dieser Ort ist zu gefährlich für ein Kind. Keine Sorge. Ich kenne die Zitadelle besser als sonst jemand. Ich kenne jeden Winkel. Ich gehe an Orte, die andere nicht finden. Ich habe mit jedem Wesen gesprochen und gestritten. Und ich kenne jeden Baum hier. Wie diesen? Sind die alle so? Diese Bäume sind besonders. Sie heißen Wakwak. Sie haben das reinste Atra. Stell dich unter ihre Blätter, dann geben sie dir neue Kraft. Es gibt viele Wakwak-Bäume auf dem Berg Kaf. Du sagst, du kennst dich hier aus. Wir suchen Soldaten, wie uns. Unser Prinz ist hier mit einer Generalin. Hast du so jemanden gesehen? Ein Prinz? Hier gab es lange keinen Prinzen mehr. Ich habe nur dich gesehen. Aber wenn du deinen Freund auf dem Berg Kaf verloren hast, dann brauchst du ein Auge des Wanderers. Was ist das? Es ist etwas sehr Seltenes und sehr Altes. Hier, für dich. Neuen Gegenstand, Auge des Wanderers. Dieses magische Glasauge verleiht seinen Träger die Fähigkeit, den gesamten Berg Kaf zu überblicken. Also ist es die Karte. Nur zu, probier es aus. Drücke Touchpad um die Karte. Eieiei.
Kann man rauszoomen, ja. Okay. Und wir können Markierungen hier setzen. Alles klar. Sollte man machen, um zu wissen, wo man noch nicht oder wo man weitergehen kann. Was heißt dieses Symbol? Gibt es eine Legende? Ja. Backbackbaum, Lichterkunde Weg. Letzter Tod. Einstiege, Blockierung. Ah, okay. Aha, aber was heißt nicht erkundeter Weg? Ist doch alles grau hier. Also ich muss nach oben auf jeden Fall. Dann zeige ich dir doch gleich einen Trick, um sich Orte auf dem Berg Kaf zu merken. Werke, Erinnerungsfragmente. Ermöglicht es dir, Bilder vom Berg Kaf aufzunehmen. Auf Berg Kaf gibt es viele unzugängliche Wege und Schätze, die du erst mit neuen Fähigkeiten erreichen kannst. Es ist wichtig, dass du dir diese Orte einprägst. Nutze Erinnerungsfragmente, um ein Bild deiner Umgebung aufzunehmen, das automatisch auf deiner Karte gespeichert wird. Das ist nett. Nimm regelmäßig Bilder von deiner Umgebung auf, um sie zur Karte hinzuzufügen und später auf sie zurückzugreifen. Okay. Drücke oder halte, um eine Erinnerung zu erschaffen. Ah, ansehen. Das ist cool. Das ist ein cooles Feature. Danke, junge Dame. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Ich heiße Fariba. Ich bin Sargon, Krieger der Unsterblichen. Oh, das klingt sehr beeindruckend. Also dann, Sargon, wir treffen uns sicher auf dem Berg Kaf wieder. Ich teile meine Entdeckungen mit dir, wenn ich kann. Dafür brauche ich aber Zeitkristalle. Zeitkristalle? Willkommen auf dem Berg Kaf. Na, die Währung, oder? Die wir da eingesammelt haben. Die 128. Okay, wir kommen da definitiv noch nicht hoch. Ich glaube, wir brauchen den ersten Doppelsprung. Muss ich hier lang? Ich wäre bei. Ich gehe erst nochmal zurück. Ach, und oben links unter dem Drang, das ist jetzt, wie viele Fotos ich machen kann, oder was? Aha. Ich werde erst nochmal hier. Ah, okay. Gut, das hat sich hier erledigt, also da unten lang. Aua, schubst nicht. Au. Ich hab Joghurt im Rucksack. Hopp mal nicht so schwer. Hör auf damit. Wow. Geht trotzdem. Hier gibt's so viele Wege. Was war denn das? Ey, das ist unfair mit euren scheiß Schildern. Eine geheime Wand? Also es gibt geheime Wände. Da ist ein Löwe. Oder Katze. Hey, hier geblieben. Ah, okay. Wir haben jetzt den Weg gefunden. Sogar der richtige, oder? Nee. Aua.
Hält aber aus, der Katze. Oh, und hier war's das jetzt, ja. Aber knapp. Ich hab nicht mehr viel Energie, ist nicht so geil. Oh, und die kommen wieder, die Gegner. Aber jetzt nicht, ich geh erstmal hier lang. Jetzt ruhig im Boden bleiben können. Okay. Das war witzig. Lebt er noch? Ja. Ey, mit seinem doofen Schild. Kann ich nicht mal rutschen? Frech. Also wenn man das Gebiet verlässt und wieder reinkommt, werden die Gegner resettet. So wie ich das jetzt festgestellt habe. Wo schon lang? Ich muss höher. Ja, da muss ich doch, da war ich doch schon da richtig, oder? Aber hier hoch. Ah, verstehe. Ah, nicht schlecht gemacht. Geht's hier hin? Das sieht gefährlich aus. Ich habe das Gefühl, dass das nicht der richtige Weg ist. Definitiv nicht. Die Tiefen. Das ist ein neuer Bereich. Ich glaube nicht, dass ich hier hingehöre jetzt. Okay. Gut zu wissen, hier gibt es einen neuen Bereich. Oh. Ups. Au. Komm nicht mehr zurück, oder? Doch. Ich dachte schon. Dann also müssen wir hier nach links. Was ist denn das für ein komischer? Was ist das? Okay. Warum nicht? Das hat irgendwas mit Zeitmanipulation zu tun. Ey. Oh, warte mal. Ich dachte, hier wäre noch was. Ey. Meine Schwerter sind zu kurz. Was gibt's hier? Ich glaube nicht, dass ich den Sprung schaffe. Aber ich versuche es mal. Nope. Den schaffen wir nicht. Aber ich könnte mal. Ach so. Was ist das für ein Symbol? Da steht rechts gar nicht da. Ach ja. Hauptweg blockiert. Okay. Bringt den Prinzen zum Simok-Tor.
Anahita! Wehe, wenn du ihm wehtust! Wenn du Prinz Hassan zurück willst, dann hol ihn! Anahita! Anahita war hier. Sie bringt Hassan zum Simoktor. Dann hat Artaban vielleicht recht, dass sie den Thron will. Und das Ding über uns? Was ist das? Ich bin nicht sicher. Aber um zu Hassan und Anahita zu kommen, müssen wir es zerstören. Aus der Entfernung? Das schafft keiner von uns beiden. Vielleicht kann Menolias helfen. Varam schickt ihn nach Osten, um den Wald zu untersuchen. Ich suche nach ihm. Ich suche Alternativen. Verloren auf dem Berg Kaf. Hauptquest. Baum wäre jetzt mal nicht schlecht. Was gibt's denn hier? Scheinbar kriegen wir auch irgendwann einen Bogen, weil das sieht aus wie Pfeile für uns. Aber noch können wir damit nichts machen. Oh, ein Baum. Okay, das ist ein Fahrstuhl. Die Zuflucht. Was ist das? Oh, ein Händler, wa? Was führt dich her, Reisender? Meine Kameraden und ich verfolgen eine Verräterin. Dann sind du und die anderen ebenfalls gefangen. Der Berg Kaf hatte schon viele Besucher. Viele davon hat der Fluch der Zeit ereilt. Sieh dich vor, Krieger. Tod und Verderben lauern in der Zitadelle. Der Tod ist mir nicht fremd. Selbst die entschlossensten Krieger mussten sich wappnen. Nimm dies. Seine besonderen Eigenschaften werden dir helfen. Bedenke aber, dass sie kostbar sind. Und du kannst sie nur an einem Wak-Wak-Baum wechseln. Das wird sehr hilfreich sein. Segen. Erhöhe deine maximale Gesundheit ein wenig. Die zusätzliche Gesundheit kann nur bei Wak-Wak-Bäumen regeneriert werden. Rüste dein Amulett bei einem Wak-Wak-Baum aus. Ah, okay. Interessant. Hier ist ein Baum. Amulette. Höre ein spezielles Geräusch, wenn du dich deiner Schatztruhe oder einem verborgenen Gegenstand näherst. Erhöhe deine maximale Gesundheit, ja. Ah, okay. Interessant. Sagt die Karte. Was kann man mit der nochmal reden? Die hat eine Ausrufezeit. Oh, die ist Händlerin. Soma-Baum, Blütenblatt. Ein Blatt der mythischen Blume der Unsterblichkeit von Soma-Baum. Amulettfassung, aha. Xerxes, alte Währung. Gehörnte Viper. Aha, es gibt auch Verbesserungen. Oh! Man kann hier Drängel dazu kaufen und die Effizienz erhöhen. Aha. Nett. Ich soll nicht mal sparen. Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man stirbt, ob man Geld verliert. Diese Amulette sind sehr alt. Gewiss älter als ich. Alte Magier haben sie erschaffen. Es gibt Magi in Persepolis. Sie sind Heiler. Magi vom Berg Kaf haben speziellere Fähigkeiten. Vieles geriet in Vergessenheit. Je länger der Berg Kaf in diesem Zeitparadox gefangen ist, desto mehr Wissen und Traditionen verlieren wir. Aha. Also sind sie in der Zeit gefangen. Oh, jetzt habe ich eine Vision benutzt. Na egal. Geht's hier hin? Wo ist eigentlich meine Hauptstory? Oh Gott, da drüben! Was ist das? Schnellreise. Da schaue ich noch mal kurz. Geht's da noch hoch?
Ataban. Sargon, Waram sah Anahitas Wachen nach Westen gehen und folgt ihnen. Was mich angeht, ich kann nicht weiter. Die Zeit fließt hier anders. Mein Verstand spielt mir Streiche. Ich kann Wahrheit nicht von Einbildung unterscheiden. Ataban, danke für deine Ehrlichkeit. Heißt das, du ziehst dich zurück? Noch gebe ich nicht auf. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug dienen. Sollte Anahita wirklich ihre Loyalität geändert haben, dann fehlt dir jetzt wohl ein Trainingspartner. Oh, es gibt Prüfungen. Oh, nicht gerade weniger. Das ist, glaube ich, um das Kampfsystem richtig zu verinnerlichen, ne? Na, probieren wir mal aus. Unterstadt. Mit den Grundlagen. Wieder die Grundlagen? Übung macht keinen Meister. Meisterliche Übung macht den Meister. Geh in Position. Zeig mir verkettete Bodenangriffe. Dreimal Viereck. Das ist nicht schwer. Sehr gut. Denk dran, der nächste Angriff kann die Richtung wechseln. Da du den Gegner mit dem letzten Angriff wegschleuderst, endet die Kette damit. Aha. Auf kurze Distanz ist der Schwertfeger gut gegen kleine Gegner. Danach sind auch Kettenangriffe möglich. Ah, das ist nicht schlecht. Gut zu wissen. Ein Gegner in der Luft kann nicht zurückschlagen, bis er wieder landet. Nutze das aus. Perfekt gegen flinke Gegner. Denk dran, mit jedem Angriff bewegst du dich vorwärts. Wenn du auf Distanz bleiben willst, kannst du mit Schwertfegern deine Position beibehalten. Aha. Das ist zwar nicht dein Stil, aber manchmal könnten solche Vorsichtsmaßnahmen geboten sein. Pff, Vorsichtsmaßnahmen? Was für Vorsichtsmaßnahmen? Hm, genau das meine ich. Erfolg. Oh, es gab sogar 50 Kristalle. Zurück. Und ist jetzt auch abgeschlossen. Aber unten steht auch die Belohnung da. Und Viere sind noch gesperrt, okay. Hast du von den anderen gehört, Ataban? Manchen. Aber ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft. Orod war kurz hier. Er sagte, er hatte flüchtige Visionen von Menolias im Kampf und geht ihn suchen. Menolias kommt sicherlich zurecht. Ja, das habe ich Orod auch gesagt. Jedenfalls wird Orod ihm beistehen. Hm. Okay. Oh, da oben ist auch noch irgendwas. Da kommen wir hier aber nicht hin. Und links war da auch noch irgendwas. Zumindest nicht erreichbar besetzt. Gut. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Reingeschaut. Es sollte auch erstmal reichen. Ist ja auch nur ein Reingeschaut, kein Let's Play. Wie gesagt, ich hatte erst überlegt, ein Let's Play zu machen, aber YouTube wird so überschwemmt mit Let's Plays von dem Spiel, dass sich das für mich nicht lohnt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, beim nächsten Stream gibt's dann wieder über meine Game Capture Card. Ansonsten muss ich mir eine neue holen. Mal schauen. Denn das nächste Spiel wäre übernächste Woche dann Like a Dragon. Der zweite Teil. Ja, was ich zu dem Spiel zu sagen habe. Es macht Spaß. Es sieht gut aus. Und ich bin gespannt, was noch auf mich zukommt. Aber das werde ich dann für mich selbst erleben. Und wenn ihr mehr sehen wollt davon, schaut YouTube. Gibt genug Let's Plays. Also, würde mich dann freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Hier auf meinem Kanal. Mit eurem Doomsday. Und bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.